Wir haben diesmal großen Einfluss nehmen können auf die Themen in dem Versuchsschulerlass, weil wir gesagt haben, es hat keinen großen Sinn, Schulen mit Themen zu beschäftigen, an denen sie nicht selbst arbeiten sowieso. Also es hat, ist sinnlos. Also wir sind sowieso an wichtigen Themen dran und die wir dann vorgeschlagen haben, haben dann auch Eingang in den Erlass gefunden. Und zwar eigentlich genauso, wie wir es gesagt haben. Ja. Und das hat es noch nie gegeben. Das ist ja auch spannend. Also wenn Sie sagen, Sie haben sozusagen beide Seiten gesehen, wie ich das verstanden habe, irgendwie beim Ministerium auch dann Schulentwicklung. Was meint ihr eigentlich mit beide Seiten? Von innen und außen. Ja. Nee, weil die gute und die böse Seite. Nee, wo ist denn die böse? Nicht hier. Aber meine nächste Frage wäre nämlich, also würden Sie sagen, sozusagen Schulen brauchen da mehr Autonomie, um sich innovativ entwickeln zu können, oder? Also Schulen brauchen beides, ne? Die brauchen schon auch Vorgaben, aber diese Vorgaben müssen vernünftig sein. Die müssen erstmal pädagogisch vernünftig und richtig sein und zweitens auch so, dass Schulen mit diesen Vorgaben umgehen können und noch genügend Freiraum haben, um sich selbst zu entwickeln, also Schwerpunkte zu setzen, die sie selber lokal entwickeln. Dafür brauchen sie Freiheit und die haben sie noch lange nicht. Und das, was hier selbstständige Schule heißt, ist aus meiner Sicht ein Witz. Ja, ich sage das jetzt mal so in die Kamera hinein. Selbstständige Schule ist aus meiner Sicht eine, die unter den Voraussetzungen, dass sie die allgemeinen Aufgaben von Schule erfüllt, aber den Weg dazu selber bestimmen kann. Und auch die Ressourcen auf diesem Weg selber einsetzen kann, so wie es für richtig hält. Und die Aufgaben von Schule sind ja vorgegeben, entweder in der Länderverfassung oder im Grundgesetz. Also da gibt es nicht viel dran zu deuteln, worum es da geht. Mündige Bürger müssen da rauskommen, ja, die mitbestimmen können, die selbstbestimmt leben und handeln können. Und dahin gibt es aber sehr, sehr viele unterschiedliche Wege. Und die Schulen müssen diese Wege selber finden. Und die müssen sie auch miteinander vereinbaren. Die müssen sie auch mit den Eltern vereinbaren, mit den Schülern vereinbaren. Und es darf eigentlich nicht sein, dass man sozusagen da so ein Muster draufstülpt und dann nur Einheitsschulen da produziert. Aber das macht auch keiner. Ja. Ne? Das macht auch keiner. Es gibt manche Leute, die haben diese Fantasien, aber die scheitern regelmäßig. Die scheitern seit 150 Jahren. Das klappt nicht. Ne? Das Einzige, was klappt, ist sozusagen so ein bisschen das, was man so mit Governance-Ansatz bezeichnet, dass man sozusagen die Vorgaben gibt und Instrumente zur Verfügung stellt. Und die Instrumente, wenn man Freiheit ermöglichen will, muss man auch irgendwelche Rechenschafts- und Verantwortungsinstrumente finden dafür. Und eines dieser Instrumente ist zum Beispiel Schulinspektion. Also dass die kommt und die Schulen anguckt und beurteilt. Und in allen deutschen Ländern ist es so, dass dieses Gleichgewicht von Freiheit und Verantwortung überhaupt nicht stimmt. Das stimmt nicht. Diese Freiheitsseite ist immer ganz weit oben. Ja? Also wenn man eine Waage da als Bild nimmt und diese Verantwortungsseite ist immer ganz schwergewichtig. Also wenig alles Freiheit, viel genau, ganz viel Verantwortung und wenig Freiheit. Und die ganzen Instrumente, die entwickelt worden sind, vor dem ideologischen Hintergrund dieses Gedankens, sind eigentlich Kontrollinstrumente. Und es gibt wenig, die auf der anderen Seite entwickelt worden sind. Dieser Versuch, selbstständige Schulen zu etablieren, ist ein solcher Versuch. Der bleibt aber in ganz vielen Formalien stecken. Also für uns bedeutet selbstständige Schule zum Beispiel eigentlich ein bisschen mehr Möglichkeiten in zwei Richtungen. Das eine ist, das Geld, was wir bekommen, ist jetzt in mehreren Töpfen sozusagen gegenseitig deckungsfähig. Wisst ihr, was das heißt? Gegenseitig deckungsfähig? Man kann das eine Geld für das andere ausgeben, umgekehrt. So, das heißt das. Ne? Also man hat so einen Gesamtbetrag für vier Töpfe, zum Beispiel Schulbücher, was auch die Frau May gerade macht, oder Vertretungsmittel für Vertretungsunterricht, solche Sachen. Und die sind gegenseitig deckungsfähig mittlerweile. Das ist ein Riesenfortschritt. Ist auch wirklich so, aber ich meine, im Vergleich zu den Kontrollinstrumenten ist das so viel. Ja. Das kann man so oder so ausgeben. Also im Bereich Budget haben wir ein bisschen
Fortschritte gemacht. Und was im Moment ein relativ großer Fortschritt ist auf Budgetseite, wir kriegen freie Stellen oder freie Teilstellen in Geld zur Verfügung gestellt. Also wenn wir eine Stelle nicht besetzt haben, wird viermal im Jahr geguckt, ist diese Stelle immer noch nicht besetzt, und dann kriegen wir sozusagen rückwirkend das Geld für diese Stelle zur Verfügung gestellt. Also richtig in Kohle. Ja. Das heißt, da kann man ein bisschen planen für sich selber. Wenn ich weiß, wofür ich das Geld gut einsetzen kann, kann ich im Stellenbereich ein bisschen sparen. Da lasse ich mal eine halbe Stelle unbesetzt oder eine Viertelstelle unbesetzt und kann mit dem Geld dann andere Sachen machen. Ja? Nur da ist schon wieder der Pferdefuß, weil die Sachen, die ich damit machen kann, sind sehr begrenzt. In diesem Bereich gibt es so ein paar kleine Freiheiten, aber die sind so stark eingegrenzt von formalen Voraussetzungen, dass man, wenn man eine große Schule ist, unheimliche Schwierigkeiten hat, dieses Geld überhaupt auszugeben. Also ich kenne Schulen, die sind jetzt seit einem Jahr selbstständige Schule, die haben 300.000 Euro und haben keine Ahnung, wie sie das Geld ausgeben sollen, weil man das nicht für Personal ausgeben kann, das direkt mit Schülern arbeitet. Völliger Wahnsinn. Ja? Und man darf es nicht ausgeben für Dinge, die Schulträgeraufgaben sind. Ja? Also wenn ich vom Land das Geld kriege, darf ich das nicht für Schulträgeraufgaben ausgeben, wo ich zum Beispiel sehe, ich müsste dringend mal den Computerraum da erneuern. Ja? Das würde mich 30.000 Euro kosten. Ich habe 300.000, also wäre ein Witz, aber ich darf es nicht. Weil das sind Kosten, die muss der Schulträger, die Stadt Wiesbaden, bezahlen. Und das Land Hessen weigert sich natürlich, den Schulträger sozusagen zu alimentieren. Was ich auch verstehen kann, aber das macht eine selbstständige Schule ein bisschen zu einem Witz. Ja? Und der zweite Bereich, in dem wir ein bisschen mehr was machen können, ist im Bereich Personal. Das ist aber auch sehr eingeschränkt. Also ich weiß, in anderen Bundesländern gibt es sehr unterschiedliche Formen, mit dem Personal zu arbeiten. Wir können schon sehr lange hier in Hessen, wenn wir Lehrerinnen oder Lehrer brauchen, Stellen ausschreiben. Also wir müssen nicht mehr auf die Rangliste zurückgreifen und so gucken, Englisch, Französisch, wer ist da ganz oben, ne? Und die dann so langsam abklappern, einen nach dem anderen, sondern wir können sagen, wir haben spezifische Anforderungen und die können wir in Ausschreibung formulieren und dann haben wir ein Bewerbungsverfahren. Also wir sind da nicht an diese Rangliste gebunden, obwohl Ranglisten immer noch existieren und auch maßgeblich sind, aber man kann die dadurch ein bisschen aushebeln. Und dann, also das ist so eine Möglichkeit, die wir jetzt auch anders nutzen können. Dann gibt es sowas wie die Möglichkeit für Schulleiter, Kolleginnen und Kollegen abzuordnen. Das lief vorher auch, aber das durfte nicht der Schulleiter entscheiden, sondern das Schulamt. Und was jetzt also für mich ist das auch nicht so maßgeblich, aber Schulleiter können jetzt Oberratsstellen selbst entscheiden. Ja, also wenn jemand sozusagen sich auf so eine Oberratsstelle beworben hat oder mehrere, dann können Schulleiter jetzt entscheiden, wer die bekommt. Müssen aber auch formale Vorgaben, also es ist ganz normales Bewerbungsverfahren. Aber die Entscheidung liegt jetzt bei mir und nicht mehr beim staatlichen Schulamt. Ja, die haben es auch noch nicht verstanden. Ich zack ja noch mit denen rum, so, um denen klar zu machen, dass ich das jetzt bin. Würden Sie sich langfristig so eine noch stärkere Autonomie der Schulen wünschen, wie das zum Beispiel... Natürlich. Ja, also klar, aber auch diese totale Budgetfreiheit, ja, also 10.000 Euro pro Schüler und dann muss die Schule selber sehen, wie sie damit klarkommt, solche Modelle? Ja, wobei mir das zu wenig wäre, aber so, ja, okay, im Prinzip. Kann ich nicht einschätzen. Ja, also ich würde es sehr begrüßen, wenn man diese Etats zusammenlegen würde von Schulträger und vom Staat. Das muss passieren. Erst wenn das passiert ist und die Schule hat sozusagen die Möglichkeiten, selber zu entscheiden, welches Geld sie wofür ausgibt, weil sie am besten weiß, was sie damit machen müsste oder sollte, dann kann man von selbstständiger Schule reden. Und da gehört nicht dazu, dass man die Etats vorher so beschneidet, dass es auch passend wird für den Staat oder für den Schulträger. Ne? Das ist ja meistens verbunden mit solchen Reformen, dass erstmal gekürzt wird und dann reformiert man wunderbar. Das zum Bereich, also das, was der Herr Kunze heute Morgen gesagt hat, wir haben ja Schulen jetzt die 105% gegeben, der hat ein paar Dinge vergessen dabei. Ich habe das angedeutet, es gibt andere Töpfe, oder es gab andere Töpfe, die gibt es jetzt nicht mehr.
Ja? Und diese 104% sind auf Kosten von ganz, ganz vielen anderen Töpfen, die es mal gab, entstanden, weil es ein politisches Versprechen war, das umzusetzen in dieser Legislaturperiode. Das heißt, sie haben alles zusammengekratzt, was sie kriegen konnten. Andere Schulen haben jetzt keine Zuweisungen mehr, mehr Zuweisungen für bestimmte Themen, die sie besetzt hatten vorher, für das sie das auch bekommen hatten. Dafür haben jetzt sozusagen flächendeckend alle Schulen zwischen 104% und 105% bekommen. Ja. Heute Morgen uns schon das Konzept der Schule erklärt haben, sich jetzt auch noch Zeit nehmen, sich mit uns zusammenzusetzen. Kommen Sie im Rest der Zeit irgendwie noch aus Ihrem Büro raus oder haben Sie überhaupt noch Kontakt zu Schülerinnen und Schülern, wenn Sie so viel zu tun haben? Also ich habe schon noch Kontakt zu Schülerinnen und Schülern, aber viel weniger, als ich es gerne hätte. Mhm. Ich wohne aber nicht hier. Ja, also das lehne ich auch ab. Ich versuche schon, seit ich hier bin, auch die anderen Kollegen in der Schulleitung irgendwie so zu organisieren, dass wir wenigstens mal einen Nachmittag frei haben. Jeder, das klappt aber nicht. Also ich bin jeden Nachmittag hier eigentlich und die anderen auch, aber das geht vielen Kollegen auch nicht viel besser. Ja? Die Kollegen an dieser Schule sind einfach unglaublich engagiert und da geht es nicht nur darum, dass man sagt, wir haben regelmäßig Konferenzen oder regelmäßig dies oder jenes, sondern die sind einfach über diese Regelmäßigkeit hinaus ganz viel hier. Die machen ja, hier ganz viel. Ich bin diese Woche jeden Abend hier. Mal ein Beispiel. Es gibt auch viele Kollegen, so jüngere Kollegen, die machen das auch ganz bewusst. Die kommen hierher und sagen, ich bleibe meinetwegen bis um 17 Uhr hier, das ist mir wurscht, aber wenn ich nach Hause gehe, nehme ich nichts mit. Ja, die lassen alles fallen dann und gehen dann nach Hause. Das sind dann also ich finde das eine wichtige Frage. Weil gibt's aber, geht aber nicht bei allen. Ja, und es gibt auch eine ganze Menge, die machen das einfach nicht. Ja, weil die finden es schöner, toll, zu Hause zu arbeiten oder so. Nee, es ist so, aber zum Beispiel, der macht es so, der eben hier war, ne? Der sagt 17 Uhr, fertig, dann ja, ist Familie. Ja, der hat auch zu Hause keine Ruhe. Also ich, das ist wahr. Aber ich wäre lieber zu Hause mit einem Tee und einem Keks, als hier oben im Teamzimmer, wo ständig eine reinkommt und was anderes macht. Ja, ja. Das geht mir auch so. Ich könnte da auch nicht arbeiten. So ja, also für so Sachen. Ich kann ja wenigstens die Tür zumachen. Ja. Kann ich auch, aber das nutzt nichts. Nee, aber ich finde es deshalb nochmal eine wichtige Frage, weil ich jetzt bei vielen von den Schulen, die wir besucht haben, das Gefühl habe, das, was diese Schulen auszeichnet, was sie so toll macht, auch eben viel oder eigentlich nur möglich ist, dadurch, dass sich das komplette Kollegium mit, nicht mit 100%, sondern mit 150% engagiert. Und das ist natürlich super schön, aber denke ich, das ist ja auch eine starke Belastung. So eigentlich, also ich frage mich, was müsste denn eigentlich passieren, damit so Schulen, die so funktionieren wie Ihre zum Beispiel, möglich sind, ohne dass Leute sich dafür, ich sag's mal, aufopfern. Das kann ich Ihnen sagen. Wir müssten wesentlich mehr Stellen haben, zum Beispiel, um das zu machen, was wir hier machen. Die kriegen wir aber nicht. Ja, das weiß auch jeder. Also Schule müsste normalerweise viel teurer sein. Wir müssten auch eigentlich kleinere Lerngruppen haben, ist auch klar, obwohl es ja schon nicht sehr riesig ist, 26 Kinder. Ja. Aber all das müsste passieren. Also man müsste wirklich mehr Geld reinstecken in die Schulen. Und das heißt nicht, dass das Engagement der Kollegen dadurch weniger würde. Das würde es nicht werden, das glaube ich nicht. Aber die Belastung würde ein bisschen reduziert. Ja. Eine andere Möglichkeit gibt es aus meiner Sicht nicht. Ich glaube, dass wir hier schon relativ gut aufgestellt sind, was so Fragen der Entlastung betrifft. An anderen Schulen gibt es überhaupt keine Entlastungsmöglichkeiten für die. Ja. Die sind trotzdem sehr engagiert. Das geht aber nicht auf Dauer. Das heißt, wenn ich bis zur Rente durch. Ja. Hier ist es noch so, das werden Sie an allen Schulen sehen, die bekannt sind, die beliebt sind. Die leben im Grunde von mindestens drei Bereichen, die wichtig sind für die Schule. Bei uns sind die Kolleginnen und Kollegen wichtig, weil das gilt jetzt für alle drei Bereiche. Alle wollen hierher. Ja? Alle Kolleginnen und Kollegen wollen hier an diese Schule. Und es gibt Zeiten, jetzt gerade vor den großen Ferien, hatte ich jeden Tag drei Bewerbungen da. Ja?
Also ich rede nicht mit allen, das geht überhaupt nicht. Aber ich habe dann jeden Tag 3 Bewerbungen geschickt bekommen. Ja, von Kollegen, die hierher wollen, weil sie das toll finden, wie hier gearbeitet wird. In der Regel ist es so 3 in der Woche, die sich bewerben. Ne? Da gibt es immer so Stoßzeiten. Das ist klar, wenn die Referendarausbildung sozusagen beendet wird, dann melden sich immer ganz viele hier. Also das ist der eine Bereich. Die Kolleginnen und Kollegen, die unheimlich engagiert sind, die alle hier arbeiten wollen. Keiner ist zwangsweise hier. Ne? Gucken Sie mal die anderen Schulen an. Der zweite Bereich ist, alle Kinder, die hier sind, wollen hierher. Ja, und die sind total gern hier. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwas rausgekriegt habt da vorhin im Gespräch, aber die sind alle unheimlich gern, die gehen alle hier, alle unheimlich gern hierher. Ne? Das ist nichts Schlimmes für die Schule, sondern ich finde es total toll. Aber ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen aus meiner eigenen Schulzeit, da war das ein bisschen anders. Ja? Aber die gehen alle unheimlich gern hierher und keiner geht hier weg. Also bis er dann sozusagen die Schule beendet hat. Die gehen nur weg, wenn die Eltern umziehen. Es gibt auch mal Ausnahmen, aber es ist wirklich sehr selten. Und das Dritte, alle Eltern wollen, dass ihre Kinder hierher gehen. Ne? Also wenn sie diese 3 Bereiche sozusagen so vor diesem gemeinsamen Wollen da versammeln können irgendwie, dann ist das eine Voraussetzung, die gibt es sonst kaum noch. Mhm. Aber das mit dem Engagement ist so. Das ist so. Ja. Bei Ihnen ist das ja auch so. Deswegen sitzen Sie ja hier. Ja. Und das Wichtigste, also so aus meiner Erfahrung, was ich Ihnen jetzt noch gern sagen würde, ist, gucken Sie, dass Sie Ihren Kernjob gut machen können. Das ist das Allerwichtigste. Sie müssen gute Lehrer sein, guten Unterricht machen können. Das ist viel wichtiger, als sich an Arbeitsgruppen zur Schulentwicklung zu beteiligen. Und das ist gleichzeitig das Allerschwerste. Was macht einen guten Lehrer noch aus? Oh Gott. Haben Sie schon ein paar Sachen gelesen, oder? Haben Sie mal was vom Helmke gelesen oder vom Hilbert Meyer? Lesen Sie mal ein bisschen rum. Also Andreas Helmke, Hilbert Meyer. Wenn Sie die 2 ein bisschen angeguckt haben, da wissen Sie schon ganz viel, der braucht nichts aufzuzählen. Also die machen das auch kurz und knapp und in den wichtigsten Punkten, also 10 Punkte, die einen guten Lehrer ausmachen und sowas. Und da gehört natürlich auch Bereitschaft zur Schulentwicklung und sowas mit dazu. Ja? Das gehört schon mit dazu, das würde ich auch von jedem verlangen. Da steht übrigens auch in jeder Dienstordnung für Lehrerinnen und Lehrer drin. Ne? Also ihr müsst es auch machen. Aber das Wichtigste ist wirklich Kerngeschäft. Und guten Unterricht machen. Ja, was würden Sie sagen, wie man da am besten hinkommt? Also unsere Mission ist auch so ein bisschen herauszufinden, wie wir quasi die Lehrerbildung auch so gestalten können, dass es nicht schwer ist, an so einer Schule arbeiten zu können. Oder dass gute Lehrer dabei rauskommen. Ja. Wie müsste die Lehrerausbildung sein? Also ihr dürft so nicht so machen wie in Hessen. Das ist immer klar. Okay. Das hätte ich jetzt dem Herrn Lenz gesagt. Ja? Der ist ja verantwortlich für die Lehrerbildung hier in Hessen. Und die haben gerade vor einem Jahr anderthalb Jahren neues hessisches Lehrerbildungsgesetz rausgebracht mit entsprechenden Verordnungen, beides so dick. Und würde ich gleich mal verschwinden lassen. Ich weiß nicht, wie ihr ausgebildet werdet. Kennt ihr so Modulausbildung im Referendariat? Das ist hier auch. Ja, im Referendariat. Nicht in der Uni, sondern im Referendariat. Also die werden hier modularisiert ausgebildet, gibt bestimmte Schwerpunkte. Und wichtig ist, dass man sozusagen nicht nur diese Module dadurch läuft, sondern charakteristisch dafür ist, dass die so isoliert sind. Was meinen Sie jetzt genau mit Modulen? Ja, es gibt bestimmte Themenschwerpunkte, die sind nicht fachlich, es gibt ein paar fachliche, es gibt ein paar fachdidaktische, ja, und es gibt aber auch so zum Beispiel modernes Lehren und Lernen als so ein Modul. Ja, und das ist dann völlig fachunabhängig. Und jeder Ausbilder unterrichtet sein Modul. Das würde zum Beispiel für euch bedeuten, dass ihr dann 7, 8 Ausbilder habt. Ja? Es gibt nicht mehr sowas wie früher, also wie ich das noch kenne und die Frau May auch. Wir hatten irgendwie 2 oder höchstens 3. Also ich hatte 3
für meine beiden Fächer und einen sogenannten EG-Ausbilder, der war so Erziehungs- und Gesellschaftswissenschaftliches Aufgabenfeld. Ja, und das ist hier gar nicht mehr so. Ist gar nicht mehr so. Und es gibt auch die Regel, dass wenn man geprüft wird, die Prüfer auf keinen Fall die Ausbilder sein dürfen. Also sind fremde Leute zum Beispiel. Das ist auch so ein Ergebnis von dieser Lenzschen, ne? Änderung. Die ja, das soll besonders objektiv sein. Muss das aber. Da wird ein Theaterstück dann vorgespielt, ne, in der Prüfungsstunde, oder? Ja, nicht nur nicht nur da. Das ist 18 zum Beispiel lang. Der Prüfer, der kommt aus einem anderen Bezirk. Und dort, das Seminar möchte ganz andere Sachen sehen. Das weiß aber der arme Mensch, der hier geprüft wird, nicht. Er macht seinen Unterricht so, wie das bis jetzt der Fachleiter sehen wollte oder ihm Tipps gegeben hat oder was auch immer. Und dann kommt einer, der will weder dieses Lernprozessmodell sehen, noch irgendeinen Lernbegleitbogen, der zerreißt das sogar. Und da ist man aufgeschmissen. Also wir haben mal so nebenbei auch so einen Diskussionsprozess angefangen mit zwei Studienseminaren hier in Wiesbaden, weil wir, also Anlass war so eine Prüfung von der Kollegin, die vorher auf einer guten 2 gestanden hat, die in der Prüfung durchgefallen ist. Ja. Und die Mentoren kennt ihr, ne? Die waren völlig entsetzt und haben gesagt, wir können nie mehr Mentoren sein, weil wir verstehen überhaupt nicht, wie man so durchfallen kann in so einer Situation. Dann haben wir gesagt, okay, wir würden jetzt gerne mal wissen, nach welchen Kriterien ihr sozusagen die beurteilt. Was das da ausmacht, also so eine Art Kompetenzraster, würden wir gerne mal sehen. Und wir würden gerne mal wissen, ob ihr Vereinbarung habt, dass alle Ausbilder sich dran halten und wie ihr das kontrolliert. Und dann haben wir gesagt, gut, und das würden wir jetzt gerne wissen für euer Studienseminar. Und dann für alle anderen, mit denen ihr zusammenarbeitet. Das Ergebnis war etwas niederschmetternd. Ja. Aber so ist es. Also eine gewisse Willkür ist da immer dabei. Und da gibt es Leute, die orientieren sich an Kompetenzmodellen. Und es gibt Leute, die, das werdet ihr nicht mehr kennen, aber wir kennen es noch, die orientieren sich an der Berliner Schule von Otto Heimann und Schulz aus den 60er Jahren. Ja. Also da schwankt man ständig hin und her und was man sich überlegt, bevor ein Unterrichtsbesuch kommt, ist immer, was will der jetzt eigentlich Wer sehen? Wer kommt? Ja. Was will der? Was will der sehen? Da bleibt von eurem Selbstwertgefühl oder von euren eigenen Vorstellungen von Unterricht manchmal nicht mehr viel übrig. Mhm. Aber das ist nicht nur in Hessen so. Nee, das ist nicht allgemein das Problem. Also, eine gute Sache wäre, und ihr denkt ja auch ein bisschen über heute und morgen hinaus, ich kann mir total gut vorstellen, dass das, was wir jetzt mit Schülern vorhaben, dieses außerschulische Lernorte, das wäre für euch eine tolle Sache. Ihr hättet zum Beispiel ein Modul von einem Vierteljahr, wo es euch überlassen bleibt, zu sagen, was will ich eigentlich lernen, um ein guter Lehrer zu werden und wo kann ich das lernen und wo kann ich mir das angucken. Ja? Ja, von wem kann ich das lernen? Warum macht man das nicht? Ja, das ist ziemlich billig, finde ich. Ja, und hilft euch wahrscheinlich mehr weiter als ein Jahr Studiumseminar. Mhm. Erzieherinnen müssen ein Jahr vorher im Kindergarten gewesen sein. Warum nicht Lehrer auch? Dann ist man ein halbes Jahr in der Schule. Ja, die Diskussion gibt es ja bundesweit mit Praxissemester oder nicht Praxissemester und wie das verteilt ist. Ist ja in allen Bundesländern völlig unterschiedlich geregelt. Ja. Das ist ja auch eine Katastrophe mit dieser Bildungshoheit der Bundesländer. Also wenn ihr mal wechseln wollt, da von einem Land zum anderen, wenn ihr Lehrer seid, das ist einfach schrecklich. Ja. Was ich mich gefragt habe oder was ich irgendwie jetzt gerade bei den Schulen, die ich gesehen habe, ziemlich bemerkenswert fand. Ich habe das Gefühl, da ist ein gewisses Bild quasi von dem Schüler, der am Ende rauskommen soll im Kopf. Und jetzt also hier habe ich das Gefühl, sehr viel Wert auf die Fähigkeit, Zeitmanagement irgendwie zu handeln und irgendwie selbst sortieren und strukturieren zu können, in Gruppen arbeiten zu können und dann quasi, dass es gar nicht so darauf ankommt, was da gerade vermittelt wird und welches Wissen man sich aneignet und dass man in der Lage ist, später jedes Wissen sich anzueignen. Egal, weil man halt weiß, okay, die Zugänge werde ich finden. Und habe dann gedacht, okay, eigentlich ist das auch genau das, was eigentlich Lehrer in der Zukunft brauchen. Und habe mich dann gefragt, warum Uni nicht so ist wie eine Schule wie hier. Also warum die Strukturen an Universitäten gefühlt quasi noch rückständiger sind, als das
was ich an Schulen jetzt gesehen habe. Das ist auch so. Und ja. Ja, ich denke auch, wir könnten ein gutes Exportmodell sein. Mhm. Ich finde auch, dass die, sagen wir mal, die Veränderungen, die sich im universitären Bereich darstellen, um ein Vielfaches langsamer sind als im anderen Bereich. Also in Schulen verändert sich, obwohl es eigentlich nicht viel ist, aber trotzdem viel, viel mehr als an Unis. Ja. Und wenn man versucht, miteinander in Kontakt zu kommen, also ich habe das so ein bisschen mitbekommen in der Zeit, als ich im Ministerium war oder auch in der Schulinspektion, sie kriegen kaum Kontakt auf einer Ebene von Augenhöhe, kaum. Das hat auch ganz viel damit zu tun, dass das zwei verschiedene Ministerien sind. Ja, das eine ist das Wissenschaftsministerium, das andere ist das Kultusministerium. Ja. Man versteht die Welt ja nicht so richtig, aber das ist so. Und die einen kümmern sich sozusagen um die erste Phase und die anderen um die zweite und dritte Phase. Und sie kriegen das nicht geregelt, zu sagen, hier, lass uns doch mal zusammensetzen, damit wir was Vernünftiges draus machen aus erster, zweiter und dritter Phase. Das klappt nicht. Das klappt nicht. Das ist reines Kompetenzengerangel. Ja. Inhaltlich passiert ja ganz wenig. Und da gibt es so an Unis so Sachen wie, man fasst jetzt da Lehrerbildung irgendwie zusammen an Unis und so und bildet so Zentren. Aber das ist aus meiner Sicht alles irgendwie nur so Schmuckwerk und ist eigentlich nichts Gescheites. Also als ich studiert habe in Frankfurt, gab es auch ein didaktisches Zentrum. Es hat auch die Lehrerbildung versucht zusammenzufassen. Das war völlig wirkungslos. Lehrer waren immer die Deppen, egal wo sie aufgetaucht sind. Ich denke, das ist heute noch so. Ja. Bei uns sind jetzt ja nicht alle Lehramtsstudenten, sondern auch irgendwie, also vielleicht ein bisschen was mit Bildung noch zu tun, andere gar nicht. Wie ist das an dieser Schule mit Quereinstieg und können Sie sich vorstellen, dass das in Zukunft mehr und mehr relevant wird? Also ich zum Beispiel hätte tatsächlich wenig Lust, noch Lehramt zu studieren, habe aber das Gefühl... Großer Fehler! Habe aber das Gefühl, zum Beispiel durch das, was wir jetzt machen oder durch weiter so selbstorganisiert darangehen, irgendwie vielleicht besser darauf vorbereitet zu werden. Wie schätzen Sie das ein in Zukunft? Also ich würde da unterscheiden zwischen dem, was ich für richtig fände und wo ich auch einen Bedarf sehe und dem, was möglich sein wird. Das sind zwei völlig unterschiedliche Sachen. Ich würde Ihnen erstmal recht geben, dass man im Grunde multiprofessionelle Teams braucht an der Schule. Braucht man jetzt schon. Ich glaube aber nicht, dass das auf absehbare Zeit möglich sein wird. Ja. Die Bedingungen auch für selbstständige Schulen sind zum Beispiel so, wenn man sagt, ich würde gern eine meiner Stellen für jemanden nutzen, zum Beispiel für einen Psychologen oder so. Ja, ich würde gern einen Psychologen einstellen statt einem Lehrer. Und ich kriege das irgendwie hin, weil ich meinen Unterricht so verteile, dass alles abgedeckt ist. Das darf ich nicht. Ja? Man sieht es irgendwie schon ein, ja? Oder auch eine Verwaltungskraft zum Beispiel, ne? Die, wo ich sage, hier, das wächst mir über den Kopf und ich werde hier mit meinen auch 15 bezahlt und muss so Verwaltungsquatsch da machen. Das ist doch Unsinn. Ja? Darf ich nicht, ja, weil immer gesichert sein muss, dass der Unterricht abgesichert wird. Und es gibt mittlerweile, nachdem also die Schulen, die jetzt sich als selbstständige Schulen bezeichnen dürfen, so ein bisschen Sturm gelaufen sind, gibt es die Möglichkeit, ab einer gewissen Anzahl von festen Planstellen, nämlich ab 70, also wenn man 70 plant, das ist jetzt so eine Marge, ab da darf ich. Ja? Aber erst nach Prüfung und rechtlicher Unterstützung und so, als wären ständig so Hürden aufgebaut, die auch irgendwo eine reale Berechtigung haben, weil die Gesetzeslage einfach auch scheiße ist für solche Sachen. Die ist einfach ganz schlecht. Ja. Aber Bedarf gibt's. Wir arbeiten ja im Grunde hier schon mit Förderschulkollegen zusammen, die sind ganz wichtig, die kann ich mir an der Schule, ja, die sind aber sozusagen einzelnen Schülern zugeordnet und sind nicht systemisch hier drin. Das kann man auch ganz anders machen. Wie legen Sie hier Vorschriften, die Sie vom Kultusministerium bekommen haben, aus? Richten Sie sich danach oder ist es für Sie teilweise Auslegung? Ja. Also erstmal glaube ich, ist es ein Irrtum zu glauben, dass alle Vorschriften vom Ministerium kommen. Mhm. Das ist nicht so. Die meisten dieser Geschichten, die einen so ein bisschen einkästeln, sind Gesetze oder Verordnungen. Und das sind immer noch die Parlamentarier, die das machen. Ja.
Da gibt es natürlich Vorarbeiten und Vorformulierungen, die im Ministerium da so sozusagen getroffen werden. Aber die Parlamentarier, also unsere gewählten Volksvertreter, stimmen darüber ab. Und die entscheiden im Prinzip, wie Schule aussieht. Das wird dann nochmal konkretisiert oder ein bisschen mehr gegängelt durch einzelne Erlasse, die aus dem Ministerium kommen, die dann sozusagen runtergebrochen werden über die staatlichen Schulämter, weil sonstige Zwischengremien, die es in anderen Ländern gibt, die anders heißen. Bei uns ist es halt jetzt so, dass es die Schulämter heißen oder seit einiger Zeit auch Landesschulamt noch dazwischen ist, die dann sozusagen den Alltag nochmal erschweren in Schulen, ne? Weil die da diese Statistik wollen, jene Statistik und so weiter. Im Grunde ist das, was an Einzelmaßnahmen aufgeführt wird, die Schulen einengen, immer nur dann interessant, wenn der Fall eintritt, dass man die beachten muss. Und das ist nicht unbedingt Alltag. Ja? Und viele Dinge, die schulisches Leben gestalten, kommen aus ganz anderen Quellen, nicht aus Gesetzen oder Verordnungen. Ja, sind pädagogisch motiviert, sind personalrechtlich motiviert, sind durch Personalführung motiviert, sind durch die Organisationsstruktur motiviert, haben wenig mit Erlassen und Verordnungen zu tun. Und je selbstbewusster eine Schule ist und sich versteht, so auch nach innen so gefestigt ist in ihrem Verständnis von Schule machen und mit Schülern umgehen, desto weniger tangiert sie das, was da von außen ist. Die Frau Riegel hat immer gesagt, man muss ja nicht fragen. Also wenn sie gefragt worden ist, ja, kann man das denn überhaupt machen? Keiner fragt. Und dann hat sie gesagt, keiner ich frag nicht. Wir werden eher gefragt, wie wir das machen. Also das fragen wir nicht. Also wer sozusagen seine Vorgesetzten fragt, ob er irgendwas machen darf, der ist selbst halt schuld. Weil die Antwort immer restriktiv sein wird. Immer. Also da fragt man doch gar nicht. Man macht's und dann guckt man mal. Es gibt ja auch in keiner Schule schwarze Kassen, das wisst ihr ja. Schwarze Kassen? Schwarze Kassen. Kassen. Das ist auch verboten. Ich habe noch eine Frage. Was sind die großen Visionen für die nächsten 5 bis 10 Jahre von Ihnen aus für die Schule? Also, ich finde, dass wir an denen gerade arbeiten. Ich hätte gerne, dass da Sachen rauskommen bei diesen Arbeitsgruppen, bei den Themen, mit denen wir uns beschäftigen, die wieder für ganz viele andere ein Anlass sind, hierher zu kommen und zu gucken, wie wir es machen. Ja? Das ist so das Erste. Das Zweite ist, ich würde wirklich unheimlich gerne Ganztagsschule werden. Das wird aber so nichts. Also hier in dem Gebäude kann man das vergessen. Ich glaube auch mittlerweile nicht mehr, dass wir die Mehrheit der Eltern hinter uns haben, was das betrifft. Und ich glaube auch nicht die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler. In meiner Klasse kann ich das mit Bestimmtheit sagen, ja, dass das nicht so ist. Also ich hab ja mal, als ich hier angefangen habe, letztes Jahr so einen Rundgang durch alle Klassen gemacht, habe mit allen Klassen geredet und habe dann immer mal wieder gesagt, ich würde das gerne machen. Und die haben alle gesagt, nein, machen Sie es bloß nicht, lassen Sie das weg. Ich finde es trotzdem richtig und wichtig, dass es Ganztagsschulen gibt. Ja, gut, aber das kann man nicht machen, ohne dass man sozusagen Eltern und Schülerinnen und Schüler und Kollegen mit einbezieht. Das geht nicht. Ja. Das geht auch in diesem Gebäude nicht, da braucht man ganz andere Voraussetzungen dafür. Und dann gibt es so etwas, das würde ich gerne verbinden mit dem, was ich in den letzten Jahren gemacht habe. Ich würde gerne so etwas machen, wie so ein regionales Kompetenzzentrum entwickeln in dieser Schule und aus dieser Schule, das den Schulen in der Region hilft, sich weiterzuentwickeln. Durch Beispiele und durch gute Praxis und durch, ja, Missionare. Das ist ein falscher Begriff, aber so Kollegen, Multiplikatoren. Ja,
Kollegen, die helfen können, dass es besser wird an anderen Schulen. Sowas würde ich gerne machen. Und das würde ich gerne verbinden mit einer funktionierenden Unterstützungsstruktur für Schulen, die sich weiterentwickeln wollen, die es in Hessen nicht gibt. Also ich finde das eine super spannende Idee. Ich denke mir, oder ich würde mir auch wünschen, dass es dann eben auch Studierende mit einbeziehen würde. Also die direkt als Multiplikatoren rannehmen. Machen wir gerade. Haben wir schon gemacht, ja? Machen wir gerade. Ja. Wie machen Sie das? Also wir haben das vorher so gemacht. Ein Kollege war Lehrbeauftragter an der Uni Mainz zum Beispiel. Mhm. Der hat über Jahre hinweg immer wieder Studenten hierher gebracht. Mhm. Hat sie mit dieser Schule bekannt gemacht, hat sie am Unterricht hospitieren lassen, hat die eigene Sachen entwickeln lassen, auch mal selber unterrichten lassen, hat mit denen sozusagen auch Schulsystemarbeit gemacht. Mhm. Also nicht nur du studierst Mathe, also dein mal gefälligst Mathe, sondern es geht ja auch immer um Systeme dabei. Mhm. Und was ich so mitgekriegt habe von meinen wenigen Ausflügen an die Uni ist, dass über Schulsysteme überhaupt nicht mehr gelehrt und auch nicht mehr nachgedacht wird. Und das ist, also sage ich mal, aus unserer Sicht von Schulsystem unbedingt notwendig. Ja? Es gibt in Europa 16 Länder, wo die Kinder nach der 4. Klasse getrennt werden. Davon sind 15 in Deutschland. Das geht doch nicht. Das andere ist Österreich. Und die sind gerade dabei, das auch zu verändern. Ja, nur bei uns ist das pickelfest. Ja. Ist doch unmöglich, sowas. Ja. Also da muss man doch drüber nachdenken, wenn man für diesen Beruf sich engagieren will irgendwann mal. Das geht nicht, dass man das aus der Uni draußen lässt. Ich finde das unmöglich. Im Moment haben wir gerade der Herr Lüding, der gerade hier war, um mit dem Kollegen zu sprechen. Der hat gerade einen Lehrauftrag an der Uni in Frankfurt und der macht genau das. Also der bearbeitet Themen mit denen, die wir hier selber bearbeiten. Und die können uns auch ein bisschen helfen dabei. Ja? Und der bringt die regelmäßig hierher. Hat gerade angefangen, ne? Aber steht schon im Terminkalender drin, wann die Trupps hier anrücken und so. Die Kollegen sind alle vorgewarnt. Also das machen wir schon. Weil ich finde das unglaublich wichtig, wir wissen ja irgendwie alle, wie der Zustand des Lernstudiums ist. Überwiegend, denke ich mal, in Deutschland aussieht. Und dass bei denen, die wirklich gerne Lehrerin werden wollen, irgendwann sehr schnell so eine Desillusionierung einsetzt. Und ich glaube, da kann man auch entgegenwirken. Also das merken wir gerade auf unserer Reise, dass wir diese Schulen sehen und merken, ja, deshalb machen wir das, deshalb machen wir den Job. Und auch eigene Ideen kriegen und eigenen Mut, unsere Ideen umzusetzen. Und das, finde ich, muss unbedingt ein zentraler Bestandteil der Ausbildung werden, wenn der Rest der Ausbildung kommt. Wie viele Schulen habt ihr jetzt gesehen? Das sind jetzt die vierte. Wie viele wollt ihr noch sehen? Noch zwei. Die armen 6 Schulen. Die tun mir jetzt schon leid. Warum? Wenn da Millionen von Lehramtsstudenten auftauchen, um zu gucken, wie es besser geht. Das wäre schön. Also diese Basis müsste man ein bisschen verbreitern. Ja. Ja? Wenn man 600 solche Schulen hätte, wäre schon besser. Ne? Und wie kriegen wir die hin? Netzwerk. Einfach. Wir fangen ja auch erst an. Ja, eben.